Create with Unity. Gehenna, evil with us. Ja, liebe Gruselfreunde da draußen und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Indie-Projekt hier bei Creepy Games. Ihr seht hier Gehenna und ja, gibt es aktuell bei Steam zu kaufen für, glaube ich, 10 € circa. Soll auch circa 2 Stunden gehen, also ist nicht so sehr groß. Und ja, wir erben von unserer Oma oder von unserer Großoma ein uraltes Haus, das wir besichtigen wollen, um es anschließend zu verkaufen. Und unsere Oma ist gestorben, aber ich vermute mal nicht auf natürliche Weise, sondern in diesem Dorf, wo in der Nähe von dem Haus ist, war sie zum Schluss nicht so sehr beliebt, unsere Oma. Sie war anscheinend dort eine Schülerin, eine Lehrerin. Und manche sagen, sie ist irgendwie auf mysteriöse Weise gestorben. Wir versuchen es, denke ich mal, rauszubekommen. Ist so eine Mischung aus Horror, Rätseleinlagen sind dabei. Man hat, glaube ich, auch Schusswaffen oder irgendwelche Nahkampfwaffen, um sich zu verteidigen. Also eventuell gibt es auch Gegner. Und ich würde sagen, ich laber gar nicht so lange rum. Wir starten direkt mal ein neues Spiel. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Meine Großmutter ist verstorben. Sie hat ein Landhaus hinterlassen. Ich werde dort nicht wohnen, aber ich muss es mir ansehen. Okay. If I don't answer, she grumbles. And if I answer, she grumbles. Ich. Welcome to Sarah. Hello, friendly. Don't exaggerate, darling. It only rang a couple of times. I answered the phone straight away. Well, I'm going to my grandmother's house. I spoke to the estate agent and he said if they're restored, the value of the house will double. Don't be ridiculous, Fran. I can't miss $100,000 just because of a feeling, okay? It'll take me a century to earn that money, but we'll be so relieved when we sell this house. Anyway, I have to turn it off. I am almost out of battery. Oh, my charge ran out. She'll think I hung up. Okay. Also er fährt zu dem Anyway, where is Haus. this place? There's neither a house nor a person. Um es halt zu restaurieren und dann möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Und unsere I must be Frau. close. I'm running out of gas. There can't be a worse day. Unsere Frau ist halt strikt dagegen, weil sie ein sehr, sehr schlechtes Gefühl hat bei dem Haus. Und ich denke mal, sie wird auch recht behalten. I hope I can find fuel or electricity. I have no charge and no gas. It wouldn't be any fun to be stranded here. Ja, und ihr merkt schon, die deutsche Sprachausgabe ist jetzt nicht unbedingt die beste. Also die deutschen Untertitel mehr oder weniger. I've been on the road for so many hours. I am finally here. Sprachausgabe ist ja auf Englisch, da kann man nicht viel ändern. Aber ich denke mal, ihr werdet es trotzdem ganz gut verstehen. Und er fährt ziemlich lange, ey. Wahnsinn. Ah, da hinten ist das Haus, okay. Natürlich am Arsch der Welt. Rechts und links keine Menschenseele, nur noch Wald, Bäume und so weiter. Wer möchte hier schon freiwillig wohnen, ganz ehrlich? Ein vertrauter Ort. Der Tod ist nur ein Traum und ein Vergessen. Wenn der Tod nicht der Beginn eines neuen Lebens ist, dann ist die dekadente Zeit ein bitterer Hohn. Okay.
Alles klar, wir sind also da. Unten links haben wir sogar The house looks very old. I hope it's just outside. eine Gesundheitsanzeige ist aktuell bei 100. Das heißt, wir bekommen es vermutlich mit Gegnern zu tun. Also wie gesagt, es gibt hier auch Schusswaffen im Spiel. Und ich mache ganz kurz die Performance mal ein bisschen runter, weil ich habe leider echt nicht so viele. Glaube, das könnte eigentlich passen, oder? Ich habe nicht mal 30 FPS, das ist nicht viel. Okay. Ja, ist aber auch nicht viel besser. Dann würde ich sagen, stellen wir es auf Full HD ein. Und in der Hoffnung, dass es dann vielleicht besser läuft. Jetzt muss ich nur ganz kurz mal wicken. Fullscreen einstellen. Sorry, dass es jetzt ein bisschen nervt. Aber ja, ich tue natürlich lieber mit 60 FPS spielen. Who Läuft knows jetzt how many besser. things have happened in this house? Who knows where the hell I will be if Aceros hadn't taken my father from the orphanage? Leider läuft es nicht so wirklich flüssig. Ich weiß es nicht, an was es liegt. Behind genehmigen. Okay, eigentlich müsste es. Müsste es eigentlich gut laufen. Na gut, wir lassen es jetzt einfach mal so. In der Hoffnung, dass es vielleicht besser wird. Okay. Die Tür ist verschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Alles klar. So, ich tue natürlich auch mal die Facecam einschalten. Dass ihr mich auch seht, darf natürlich bei einem guten Horrorgame nicht fehlen. Wie kommen wir jetzt hier rein? Hat ja mal gesagt, unter der, ja, wollte gerade sagen, unter der Fußmatte sind ja die meisten Schlüssel. Wie kann ich den Schlüssel nehmen? Drehen Sie? Mupp. Irgendwie möchte er den Schlüssel nicht nehmen. Keine Ahnung. Aber das muss so funktionieren. EF macht da auch nichts. Okay. Das ist ein bisschen komisch. Q umdrehen. Ah, jetzt nimmt er. Okay. Keine Ahnung, was jetzt gerade das Problem war. Aber es ist schon extrem dunkel hier It's too drin. dark Alter. inside. I need to find light. Gibt's hier Licht? Hier. Ah, ist schon besser. Alter. Alter, ist ja scheiße dunkel, Wahnsinn. Hier ist noch Licht. Ah, ist doch schon viel besser. Viel, viel besser. Okay. Wie es aussieht, Kerzen kann ich nicht wirklich anzünden. Wahnsinnig, wie dunkel es hier ist. Das gibt's ja gar nicht. Kann man ganz kurz probieren, ob man vielleicht die Helligkeit höher stellen kann. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich vermute mal, na, das geht wahrscheinlich nicht. Okay. Na gut, dann müssen wir uns halt damit abfinden. So, hier haben wir was zu lesen. Alles, was ich in meinem Leben wollte, war eine Sache. Und das war für mich, ein Kind zu haben. Es hat nicht funktioniert.
Da ich mein eigenes Kind nicht großziehen konnte, dachte ich daran, die Kinder anderer Leute großzuziehen. Und so wählte ich den Beruf, der am besten geeignet war. Deshalb habe ich mit dem Unterrichten begonnen. Am Anfang wusste ich, dass es nicht das Richtige für mich ist, aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. Ich bereue, dass ich mich nicht daran gewöhnt habe. Ich bereue, dass ich nicht angefangen habe. Okay. Wieder sehr gutes Deutsch, muss ich sagen. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt, aber ich bereue, dass ich mich nicht daran gewöhnt habe. Okay. Wie gesagt, sehr gutes Deutsch. So, was haben wir hier? Die Tür ist verschlossen. Ich glaube, ich muss den Schlüssel Luck finden. Okay. Ist das jetzt so ähnlich wie bei Resident Evil? Okay, was ist das? 4-1, 2-3. Irgendeine Zahlenkombination vielleicht? Ich weiß es nicht. Ah, man kann auch Schubladen öffnen, sehr gut. Gesammelte Kerze. Aha. Okay. Ich kann leider nicht allzu viel erkennen. Natürlich hier mal schauen. Es gibt ja hier noch einen Lichtschalter oder irgendwas. What the hell is this? And we have rats on our heads. Alter, ich sehe nix. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Immerhin haben wir hier ein bisschen Licht. Das scheint die Küche zu sein. The house is trashed, but better than I expected. Okay. Ja, sieht schon ziemlich, hallo? Sieht schon ziemlich verwüstet aus, muss man sagen. Als wenn hier irgendeiner was gesucht hätte. Schubladen liegen draußen, abgerissen. Okay. Was ist das? Energy-Trink. Okay. Hier gibt's kein Licht. Ich sehe nix, hey. Warum ist das Spiel so dunkel? Das gibt's doch gar nicht. Nicht beleuchtet. Hier ist ein Lichtschalter, wenigstens etwas. Okay. Das Licht ist jetzt nicht wirklich hilfreich, also nicht so extrem hilfreich, aber ohne Witz, ich kann nichts erkennen. Okay. VHS, Plattenspieler oder irgendwas. Ich habe keinen Plan. Man sieht halt echt nichts. Tut mir echt leid, Leute. Ihr seht wahrscheinlich noch weniger, weil YouTube ja insgesamt die Videos ja noch ein bisschen dunkler macht, als sie eh schon sind. Wahnsinn. Wahnsinn. So, ich würde sagen, wir gehen direkt mal hoch. Hier ist doch Licht, oder? Ja, Gott sei Dank. Mein Gott. Hier ist auch nochmal Licht. Sehr gut.
Hier haben wir nochmal was zu lesen. Ich gebe auf, alter Scheißer. Ich habe versucht, dich zu finden und dich für das bezahlen zu lassen, was du mir angetan hast. Aber es hat nicht funktioniert. Ich gebe zu, dass du immer einen Schritt voraus warst. Aber ich habe noch einen letzten Trumpf. Das, was ich dir gesagt, aber vermieden habe zu erwähnen. Wenn du noch am Leben bist, habe ich dich wahrscheinlich nicht gefunden. Aber ich will deinen Tod mehr als alles andere. Diese Sache zu benennen und zuzulassen, dass sie dich verfolgt, wäre also der größte Schaden, den ich dir zufügen kann, solange du noch lebst. F.O.G. Osiris ist nicht, aber er wird dich vernichten. Was? Sie können vor mir weglaufen, aber nicht vor ihm. Er wird kommen, wenn du es am wenigsten erwartest. Und er wird dich so in die Falle locken, dass du nicht einmal einen Ort hast, an den du fliehen kannst, obwohl ich nicht glaube, dass du genug Zeit hast, um über eine Flucht nachzudenken. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Immerhin habe ich meinen alten Feind, den Dolch, erstochen. Okay. Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Was das jetzt genau bedeuten soll. Okay. Hier ist auf jeden Fall zu. Es wäre auch mal hilfreich, wenn wir irgendwie eine Taschenlampe oder zumindest ein Feuerzeug oder sowas finden würden. Das wäre cool. Aber... Na gut, wir haben... Haus suchen. Was? Haus suchen. Wir haben das Haus schon gefunden. Warum soll ich denn das Haus jetzt suchen? Okay. That's on the back page of QST this month, so it says Event Horizon of DX. Oh, you don't want to do but one thing that's nice is the extra 100 watts. This radio must be my age. Kein Plan, wo ich lang muss, hey. Ist auch noch eine Tür. Gibt's hier Licht? Ja, wenigstens etwas, hey. Alter. Warum ist es hier so fucking dunkel? Oh. Okay. Was ist das? Das. Kann's irgendwie nicht nehmen. Oh. Das ist so verbuggt manchmal, das Spiel. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Warum kann ich das nicht nehmen? Hallo? Komisch. Warum kann ich das nicht nehmen?
Ah. Das tut unsere Energie wiederherstellen, okay. Hey, sage mal. Okay. Ich würde ganz kurz sagen. Speichern kann ich auch nicht mehr, doch. Ich tue ganz kurz sagen, wir machen einfach nochmal neu. Vielleicht hat sich's irgendwie aufgehangen, ich weiß es nicht. Irgendwie kann ich es nicht nehmen. Wie verwenden Sie? Sie können natürlich noch mal kurz umschalten irgendwie. E. Use. Gibt es irgendwas mit F? Kann man es auch auf F umstellen? Das Dings funktioniert auf jeden Fall. Ich kann es nicht ändern, ich kann es leider nicht nehmen. Weiß nicht, an was es liegt. Ich kann das Radio anmachen. Also es scheint zu funktionieren, der Knopf. Aber das, was es hier gibt, kann ich nicht nehmen. Oder muss ich erst irgendwas finden? Um vielleicht. Tür kann ich zumachen. Ist auch kein Problem. Okay. Standby. Ich kann was angucken. Play. Something was there. Irgendwas ist hier. Heißt es, glaube ich. Aber wie kann ich denn den Fernseher einschalten? Ist die Frage. Warum kann ich das da hinten nicht nehmen? Das würde mich echt mal interessieren. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Hm.
komisch. Sehr, sehr komisch. Da muss ich hier erst irgendwas finden. Ich hab da eigentlich auch alles. Siehst du, man kann ja alles öffnen. Also die Taste funktioniert auf jeden Fall. Nur irgendwie kann ich es nicht aufnehmen. Warum auch immer. Komisch. Na, hier ist auch nichts drin. Ist das merkwürdig. Oben kann ich auch nichts mehr machen, wahrscheinlich. Der Lichtschalter. Sehr, sehr komisch. Ah, hier ist auch Licht. Okay. Gut zu wissen, immerhin. Kann ich aber auch nichts machen sonst. Ist nur das Licht. Das haben wir ja eingeschalten. Was ich höchstens nochmal machen könnte, ist das Spiel speichern und nochmal neu starten. Vielleicht haben wir dann mehr Glück. Deswegen bis gleich, wenn ich es dann neu gestartet habe. Und ich hoffe, dann funktioniert es.
So, ich habe den Schlüssel gefunden. Ich habe die ganze Zeit natürlich hier gesucht. Dabei lagert die ganze Zeit auf der anderen Seite. Jetzt haben wir ihn. Alter, bin ich doof. Mein Gott. Schlimm, hey. Echt schlimm. Aber ich tue es trotzdem noch mal ganz kurz laden. Weil ich nämlich aus Versehen die VHS-Kassette weggemacht habe. Und die brauchen wir wahrscheinlich noch. Genau, jetzt ist sie nämlich wieder da. Und hier ist jetzt der Schlüssel, Leute. Ah, da muss man auch erstmal drauf kommen. Dass der hier liegt. Naja. Meine Fresse, du. Alles klar, dann. Ich weiß jetzt nicht, für welche Tür der Schlüssel ist. Aber ich glaube, für oben war es. Ich glaube, der war für oben. Also für hier. Okay. Jetzt kommen wir zum Glück wieder ein bisschen weiter. Alter. Es hat jetzt auch gar nichts mit der Dings zu tun gehabt. Mit der Tastatur oder irgendwie mit der Steuerung. Ist jetzt hier Licht? Auch nicht. Warum gibt es hier nie Licht? Ich verstehe es nicht. Schlecht. Die Tür ist verschlossen. Ich glaube, ich muss den Schlüssel Dad finden. Ein sehr, sehr schöner Schlüssel. Dad. Cool. Sehr, okay, was haben wir hier? Irgendein Spielzimmer. Rucksack. Ah, cool. Das heißt, wir haben mehr Stauraum. Cool. Hier ist nochmal eine Kerze, die nehme ich natürlich mit. Okay. So, was haben wir hier jetzt? Wahrscheinlich gar nichts mehr, oder? Live. Live oder live? Irgendwas zu finden. Es ist echt blöd, dass man hier nicht so viel sieht. Okay, da komme ich auch nicht rein. Oh. What's going on here? Alter. What the fuck? Was? Haus suchen. Ja, Haus suchen, aha. Schön. I think the switch is in the basement. I would better go down and turn it on. Maybe I'll find some gas in there and get the fuck out this place. Was in Kellerrunde? How is that possible? Okay. Im Keller. Gehen Sie in den Keller und betätigen Sie den Schalter. Wo ist der Keller? Nicht mehr raus, doch.
keinen Plan, wo der Keller sein soll. The scarecrow seems to be working. I couldn't see any birds around. Keller hätte ich gesagt, ist hier, aber die Frage ist, wie soll ich da hinkommen? Ich sehe halt nix. Was soll denn hier der Keller sein? Also Keller ist logischerweise unten. Aber ich habe keinen Plan wo. Jetzt gesagt hier halt spontan, aber da ist nichts. Betätigen Sie den Schalter. Außen irgendwo, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Nein. Eigentlich nicht, gell? Ist auch keine Hütte irgendwo in der Nähe. Das war die Küche.
Kann ich auch nichts machen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß nur, wir müssen mal irgendwas finden, um Licht zu machen, weil auf Dauer kann das nicht gut gehen. Ich weiß nur nicht. Wo ich noch schauen soll. Also wir haben jetzt drei Kerzen, aber kein Feuerzeug oder irgend sowas zum Anzünden. Das muss doch möglich sein. Warte mal. Das ist doch... Mal den Fernseher an. Der ist doch hier irgendwo, der Fernseher, oder? Stopp. Ah, jetzt? Hier macht man an, okay. Schauen wir hier mal zu, mal gucken. Vielleicht können wir da irgendwie rauskriegen, wo der, was der macht oder wo der hingeht. Wo ist der? Na gut, viel gebracht hat es mir jetzt nicht wirklich. Aber wie kann sein, dass der Strom weg ist, aber der Fernseher läuft? Das blicke ich auch nicht. Das passt hier irgendwie gar nicht zusammen. Na gut, hier geht's eh nicht weiter. Halt gesagt, es kann ja eigentlich nur irgendwie oben weitergehen. Hier komme ich ja auch rein. Hier ist halt auch nichts. Ist hier noch irgendwas? Oh! Was ist das? Live. Schlüssel live. Ist das vielleicht sogar schon der Keller? Was ist das? Achso, eine Kerze nochmal. Eine hier.
Okay, wir haben nochmal einen Zettel gefunden. Heute war der seltsamste Tag meines Lebens, denke ich. Heute ist der Tag, an dem die Einsamkeit, an die ich mich über die Jahre gewöhnt habe, endlich ein Ende findet. Ich ging zu dem Internat, in dem ich arbeitete, und tat etwas, das mein Leben radikal verändern sollte. Ich habe ein Waisenkind adoptiert, ein Kind, dessen Angst ich sogar spüre, wenn ich mich selbst ansehe. Okay. Schön. Oh, Munition. Okay. Es ist leider so extrem dunkel. Schlüssel, okay. Hier ist leider nichts mehr sonst. Sehe halt einfach echt nichts. So bescheuert. So bescheuert, dass man hier nichts sieht. Okay, wir speichern ganz kurz. Ich habe keinen Bock, die ganze Kacke nochmal zu machen. Oha. Nochmal einen Rucksack. Was bringt's mir? Ich bräuchte halt echt ein Feuerzeug. Was ist hier? Sobald die Kinder mich sehen, rufen sie, dass die Hexe gekommen ist und rennen weg. Für sie bin ich eine böse Hexe. Die Magie, die alles ausgelöst hat, war eigentlich eine Kombination aus bestimmten Chemikalien. Also ja, es war faszinierend, aber es war keine Magie. Denn es war reine Chemie. Ja, anfangs dachte ich, dass ich jedes Problem mit Magie lösen könnte. Aber dann lernte ich die Chemie kennen. Ich habe ihren Namen behalten. Erneu. So nah, dass keiner von ihnen auf die Idee kommt, anzurufen. Und wenn du wieder in die Schule gehst und dir den Chemietest ansiehst, Sohn, vielleicht ist es doch nicht so kompliziert. Was kann ich jetzt hier machen? Gar nichts oder was? Es muss doch die Möglichkeit geben, hier mal irgendwo Licht zu finden, ey. Das gibt's ja gar nicht. Sage mal. Was haben wir noch von Schlüssel? Nee. Gar keinen mehr. Das gibt's ja echt nicht. Ist doch irgendwo die Möglichkeit geben, mal eine Taschenlampe zu finden oder. Keine Ahnung. Lack? Ah, Lackschlüssel war das, okay. Komischerweise, der Fernseher läuft. Was gar keinen Sinn macht, wenn der Strom weg ist. Es
gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Ich glaube nämlich auch, dass man irgendwo oben was findet. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich wüsste jetzt halt echt nicht. Was jetzt hier noch sein soll. Gar nichts. Hier irgendwo noch was. Hier haben wir den Schlüssel gefunden. Genau. Hier. Alte Truhe, okay. Was soll da der Pin sein? Vorhängeschloss. Vor allen Dingen andersrum. Keine Ahnung. Irgendwas. Wahrscheinlich eher nicht. Problem ist halt, man sieht nichts. Ich habe es jetzt, glaube ich, auch schon tausendmal erwähnt. Sieht halt einfach gar nichts. Ich kann mich einfach versuchen, irgendwie vorzutasten, aber wirklich viel bringt es nicht. Zu. Nach wie vor. Genau, dann hat man die Tür. Die nützt mir aber auch nichts. Ist hier irgendwas zu finden? Ich sehe ja nicht mal, was das ist. Blumen oder wie? Kann ja auch nichts anzünden, weil ich ja wie gesagt kein Feuerzeug habe. Kann nichts erkennen, das ist doch nicht normal, ja. Das kann doch nicht das Sinn sein von dem Spiel, dass man hier einfach im Dunkeln tappt und nichts findet. Warte. Das kann nicht der Sinn sein von dem Spiel.
Wir haben jetzt so viele Türen geöffnet, hier zum Beispiel. Ja gut, die Tür war schon vorher auf. Aber hier. Die hier. Und hier ist einfach nix. Hier ist einfach nichts außer dieser scheiß Zettel. Hier ist noch ein Tisch. Und ich sehe halt nichts. Dem Raum ist auch nix. Einzig, was ich gefunden habe, ist diese komische Kiste. Ist hier irgendwas zu finden? Das steht ja hier noch drin. Ein Kind, das... Okay, das ist aber auch nicht... das, was ich meine. Hier ist die Tür mit dem. Nützt mir aber alles nichts. Wenn es hier halt auch nichts gibt. Zu finden oder irgendwie. Was soll das jetzt bringen? Was soll das bringen mit der Axt? Das gibt's da nicht. Das gibt's echt nicht. Dass es hier kein Licht oder sowas gibt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, wir finden da hier nicht umsonst irgendwelche Kerzen. Was soll ich mit der Axt anstellen? Die nächste Frage. Das. Da war doch gerade was, oder? Nochmal eine Videokassette. Okay. Und ich sage, machen wir die doch gleich rein. Nehmen. Die hier ist das dann, oder? Tape 2. Zumindest können wir mal ein paar Videos angucken. No play. Jetzt müsste es gehen. Okay. Mal schauen, wo der hingeht. Okay.
wenn ich wenigstens wüsste, wo das ist. Sieht auf jeden Fall nach einem Keller oder sowas aus, aber großartig bringt tut's mir nix. Noch irgendwelche VHS-Sachen. Ja, noch mehr Kerzen, wow. Schön. Ich hätte aber gerne ein Feuerzeug oder eine Taschenlampe wenigstens. Irgendetwas. Ja, hier ist das Bad, da brauche ich nicht rein. War ich nämlich schon aus und gefühlt tausendmal drin. Okay, was ist das? Grafikfehler oder wie? Vielleicht muss ich damit das Ding kaputt hauen. Naja. Macht ja auch keinen Sinn. Okay, Leute, ich würde sagen, ich schaue mich offline einfach nochmal ein bisschen um und wenn ich das Feuerzeug gefunden habe, beziehungsweise eine Taschenlampe oder irgendwas, was halt ein bisschen Helligkeit bringt, dann melde ich mich einfach nochmal. Bis gleich. So, ich glaube, ich weiß, wo das Feuerzeug liegt. Es ist auf jeden Fall auf der unteren Etage. Und zwar müsste das irgendwo am Eingang sein. Hier war der Eingang. Hier konnte man ja das Teil anmachen. Ich glaube, das war hier irgendwo das Feuerzeug. Ah, da ist es. Sehr gut. Okay. So, wir haben aktuell, ja gut, die kann man eigentlich wegmachen. Die haben wir ja schon angeguckt. Okay. So. Zusammenführen. Hallo? Wie kann man jetzt... Aha. Okay. Ist jetzt nicht sonderlich viel Licht. Aber immerhin ist es ein bisschen beleuchtet. So. Wir haben jetzt mal ein paar Kerzen gefunden, zum Glück. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier nochmal gut um. Und immer noch das Zahlenschloss. Was mir jetzt auch nicht so wirklich viel bringt. Zumindest sehen wir hier mal was. Okay, hier ist zumindest nichts mehr außer das. Ja gut, ist jetzt nicht so schlimm. Hier ist zumindest noch mal ein Raum, wo man ein bisschen beleuchten kann. Auch nichts mehr drin. Das kann ich nicht aufnehmen. Hier war ich noch nicht drin. Okay, hier scheint aber auch gar nichts zu sein. Sehr interessant. Okay, wir haben ja noch ein paar. So, haben wir noch ein paar Kerzen.
ja nicht so schlimm. So, hier können wir noch rein. Achso, das sind Puppen. Okay. Wie es aussieht. Kann ich hier gar nichts machen. Ich habe vielleicht gehofft, hier liegt noch irgendwo was rum. Irgendwie bringt es mir nichts. Nee. Kein Schlüssel oder irgendwas. Hä? Was ist das? Eine Maus oder wie? So. Aha. Jetzt gelandet. Wie soll ich jetzt runter? Gehen Sie in den Keller und bestätigen Sie den Schalter. Ja, schön. Die Frage war halt, wo ist der Keller? Wie, die Tür ist weg. Okay. Toll. Gibt's hier irgendwas zum Betätigen vielleicht noch? Könnte ich mir auch vorstellen. Wir haben jetzt gerade eben schon ein Buch umgelegt irgendwie und dann hat sich was geöffnet. Was wir natürlich machen können, hier gab es ja nochmal diesen Code. Q4123. Können Sie ja mal aufschreiben. Nicht, was das jetzt bringen soll. 4, 1, 2, 3. Mal die richtige. Wir haben ja unten oben noch eine Zahlenkombination. Ich glaube, die war sogar vierstellig. Wo war es denn hier? Gucken wir einfach nochmal kurz.
nur nicht mehr, wo das war. Das war hier in dem Raum irgendwo. Die Tür ist komischerweise. Ah ne, die ist gar nicht weg. Ne? Doch. Ist weg. So. Hier war es doch. Genau, ist nämlich vierstellig. Okay. So. Jetzt müsste ja dann hier eine 4 sein. 4. 1. 2. 3. Oder 4. 1. 2. 3. Nein. Warte mal, ich probiere es nochmal aus. Wir haben ja noch. Kerzen haben wir ja zum Glück noch genug. Hallo? Geht das jetzt nicht? Na gut, ist jetzt ein bisschen verbuggt, aber ist egal. So, wir müssen nochmal runter. Wo ging's denn jetzt hier runter? Hier. Ging's raus. Da ging's runter. Ich glaube, das hat irgendwas mit den anderen Symbolen noch zu tun. So, 4-1. Das sind ja Kästchen gewesen. 4-1. Das war leer. Die 3 sind auch leer. Da war eine 2 drin. Unten war eine 3 drin. So. Hier wahrscheinlich eine 4 rein, oder? 4. 1, 4, 2, 3 vielleicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wir können es jetzt natürlich einfach mal austesten. So. 1, 4, 2, 3. Probieren wir mal aus. 1, 4, 2, 3 haben wir schon. Vielleicht 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Nee. Aber es ist ja verkehrt rum. Zwei, vier, eins haben wir ja gerade gemacht. Jetzt eine 4-1 machen. 4-1. Also hier müsste bei der 1 müsste eine 4 sein unten. Da müsste ja das dann eine 5 sein. Das passt. 4, 5, müsste hier vielleicht eine 2 unten sein, eine 3.
2 unten sein. Das kann auch nicht sein. So. Ich tue noch mal ganz kurz überlegen und melde mich gleich noch mal zurück. Okay. Die Truhe ist auf. Der Code war 1082. Keine Ahnung, wie der jetzt da drauf gekommen ist. Oh. Eine Pistole. Okay. Habe ich jetzt eine Pistole? So, bin wieder da. Bei uns hat es kurz geklingelt. Deswegen musste ich ganz kurz ran. Beziehungsweise die Tür aufmachen. Aber ich denke mal, jetzt werden wir jetzt ohne Probleme weiterspielen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht ständig, dass ich jetzt nicht ständig abbrechen muss. Okay. Hä, der war doch vor uns nicht da, der Schlüssel, oder? Lackschlüssel. Haben wir noch welche? Ne, das ist jetzt unser einzigste. Verdammt. Okay. Schön. Was it a child's voice? This house is cursed. Ach, sag bloß. Jetzt das komische. Hier ist, muss da irgendwo diese Dings sein, oder? Wir haben aber auch leider, oh, kann man das Feuerzeug nicht so anmachen? Hallo? Warum? Tu noch mal ganz kurz laden. Und dann sehen wir weiter. Aber ohne dieses komische Teil, ich finde überhaupt nichts. Verdammte Axt. Hier war der Schlüssel. So, jetzt muss ich ganz schnell runter. Diesen komischen Scheiß. Was it a child's voice? This house is cursed. Ist er doch.
komme ich jetzt daran? Scherz, oder? Who's at the door? What is this new evil? Das gibt's doch nicht. Ich sehe halt nix. Echt klasse, dass ich hier nichts mehr sehe. Geht's denn hier überhaupt hoch? Scheiße. Mann, ist das bescheuert gemacht, mal ohne Scheiß. Du siehst ja nichts mehr. Okay, ich tu noch mal ganz kurz neu starten. Wir müssen ja wissen, wo wir jetzt hin müssen. So, ich hoffe, dass es vielleicht hebt. Okay. Wir müssen jetzt raus. Ging's denn jetzt hier raus, verdammt? Oh Mann. Scheiß Labyrinth ist das hier, echt. Ich bin so auf den Sack. So, Schlüssel mitnehmen. So, komplett runter. Müssen wir uns halt ein bisschen beeilen. Wir wissen ja jetzt, wo wir hin müssen. So. Nicht. Hä, wo ist denn die schwule Tür jetzt gewesen? Hallo? Renn doch! Was it a child's voice? This house is cursed! Who is at the door? What is this new evil? Jawohl. Endlich mal eine Taschenlampe. Hallo? Wo war denn jetzt dieser scheiß Weg, wo es rausging? Why did it stop? I think I'm going crazy. Leck mich am Arsch, ey. Mal ohne Scheiß. Kann man jetzt die Taschenlampe benutzen? Verwenden. Jawohl! Endlich! Meine Fresse! Oh, ich speichere ganz kurz. Okay, was haben wir jetzt hier? Hier ist irgendwie Nebel, hä? Damn it! The fog is real! Oh.
Was war das? Okay, was muss ich jetzt machen? Gar nichts mehr oder was? Hallo? Warum habe ich keine Pistole mehr? Okay. What the fuck? Was zum Geier geht hier vor sich? Ich glaube trotzdem, dass wir wahrscheinlich hoch müssen, oder? Könnte ich mir gut vorstellen. Warum habe ich jetzt keine Pistole mehr? Auf einmal. Es geht ab hier. Ich kann nichts mehr machen. Glaubt er jetzt nicht ernsthaft, dass ich da rausrennen muss? Oder? Oh! Alter. Dem Wald entgehen. Was war das für ein Ding? Ich konnte mich gerade noch vor dem Nebel retten. Es stimmt, was ich lese. Im Nebel ist etwas Tödliches. Der Nebel zieht hinter mir auf, und ich habe das Gefühl, ich muss zur Schule gehen. Ich muss mich beeilen, bevor der Nebel mich einholt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du hier so schnell wie möglich abhauen musst. Hätte ich echt nicht gedacht. Oh. Kommt doch mal die Schule irgendwann, oder? Zurück zur Schule. Ich habe es geschafft, zur Schule zu gehen, aber ich habe das Gefühl, dass ich den Verstand verliere. Ich möchte zurückgehen, aber irgendwas zieht mich runter. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Na schön. Ich sehe das super, dass ich hier keine
Taschenlampe habe, wo funktioniert. Das ist sehr... Ich finde den Autoschlüssel. Nach Hause zu kommen, boah, ich sehe nichts. Ich sehe einfach nichts. Das ist ein Scherz, ey. Soll hier eine Schule sein? Wow. I'm going mad. Keine Ahnung, ich sehe ja nicht mal was. Alter, übertreib doch. Ihr wollt mich doch komplett verarschen, oder? Oder wie sieht's aus? Wow. Frag mich jetzt gerade, für was ich eigentlich eine Pistole gefunden habe. Ja, aber ich kann ja so nicht spielen, Alter, wenn ich hier nichts hab. Das ist ein Scherz, ey. Okay, wir laden einfach nur nochmal neu. Vielleicht können wir Glück haben, aber wir speichern jetzt hier. Naja. Wir sind ja automatisch wieder hier. Ja, das kann ich ja vergessen, ey. Mal ohne Scheiß. Ich werde da hier nichts finden. Ich habe doch niemals eine Chance gegen dieses Monster, wenn ich keine Taschenlampe oder Licht oder irgendwas hab.
weiß ja nicht mal mehr, wo die Schule ist. Wenn hier überhaupt eine sein soll. Ah, hier. Das ist eine Schule, ja, wow. Ich würde sagen, ich beende es hier, weil es ist mir einfach zu doof, hier weiterzuspielen. Total verbuggt. Ich habe normalerweise noch eine Kerze oder so gefunden, aber keine Ahnung, irgendwie kann ich sie nicht ausrüsten oder ich habe es irgendwie ausgerüstet, aber sie leuchtet nicht. Ich habe keine Ahnung, deswegen beende ich das Spiel hier. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Däumchen da und ich sage trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.